Der Investitionsschutz ist wild umstritten. Die Kommission will jetzt Reformvorschläge bei den Schiedsgerichten unterbreiten. Die gehen bei Weitem nicht weit genug. Der Investitionsschutz an sich ist schädlich für die Demokratie, schädlich für die Umwelt und für Sozialstandards und muss zur Gänze abgelehnt werden. Irgendwelche windelweichen Reformvorschläge können da auf keinen Fall akzeptiert werden.